Praxen und Krankenhäuser sollen in Zukunft öffentlich über Abtreibungen informieren dürfen. Aber warum war das überhaupt verboten? Bislang galt in Deutschland ein sogenanntes Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Das Gesetz kommt ursprünglich aus der NS-Zeit und sollte für mehr Geburten sorgen. Die Regelung blieb bis heute und sorgte dafür, dass Ärztinnen zum Beispiel auf ihren Websites nicht darauf hinweisen durften, ob und mit welcher Methode sie Abtreibungen durchführen. Doch in dieser Woche hat die Ampelregierung entschieden, dass das Werbeverbot komplett abgeschafft werden soll. Kritik kommt von den christlichen Kirchen und auch aus der CDU. Sie sagen, dass der Staat ungeborene Leben besser schützen sollte.